So, herzlich willkommen zum zweiten Teil von X-Reverse. Jo, erster Teil, Anfänge, Guide, ein bisschen was über diese ganzen Systematiken hier rundherum gehört. Die Autobahn, ersten Kampf haben wir hier schon gemacht, zwei kleine Ratten und damit hatten wir schon ordentlich zu tun, also das wird mit Sicherheit lustig. So, die nächste Zeit. Als nächstes haben wir eine Mission. Moment. Info, haben wir gesagt. Missionsmanager haben wir hier. So, Missionsmanager. Wo kann ich hier drauf gehen? Zeigt zum nächsten Ziel für die aktive Mission. Okay. Scheinbar kann ich mir die gar nicht weiter angucken. Finde eine Besatzung. Ja, das hört sich gut an. Gut. Ja, okay. Wir fliegen mal hier auf unsere Autobahn, auf unserem, wie sagt man denn überhaupt? Schlauch? Naja, egal. Über lokale Objekte fehlen. Du solltest Informationen über Objekte und Stationen sammeln können, wenn du nahe an ihnen vorbeifliegst. So, hier kommen wir raus. Informationen über Objekte und Stationen sammeln können. Der Computer kann Informationen über diese Zone sowie Handelsangebote und Stationen speichern. Die sich später lohnen können. Da haben wir wohl irgendwie im Geld ein bisschen festgehauen. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ja. Tja, und jetzt haben wir wieder unser Problem. Ich habe mir mal überlegt. Ah, genau. Alles klar. Schießen sollte ich hier wohl nicht. Es geht nämlich darum, dass ich auf meinem Joystick verschiedene Möglichkeiten habe, ja, die Steuerung einzustellen. Logischerweise einmal diese Rechts-Links-Steuerung hoch runter, ne? Also nicken, strafen. Beziehungsweise nicht strafen, sondern in die Richtung fliegen. Und dann haben wir dieses Gearing. Also oben, unten, rechts und links. Und dieses Gearing, da habe ich ein echtes Problem, das einzustellen. Und zwar aussteigen hier. Und zwar habe ich da einfach keine Achse mehr für. Ja? Also ich kann zwar die Drehachse, und das ist ein Microsoft Sidewinder Force Feedback, das ist zwar schon ein bisschen älter, stimmt schon, aber das Ding hat auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Knöpfen, Schubregler und den Stick inklusive, den Stick kann man nochmal in der Achse drehen, aber trotz alledem, es reicht mir nicht, also ich kann nicht alles einstellen. Und jetzt habe ich gerade mal geguckt, ob ich zwischendurch dann auch auf die Tastatur zugreifen kann, denn in diesen Röhren wäre es ganz gut, wenn wir sowohl nach links, rechts als auch nach oben, unten strafen könnten. Denn somit, also mit dieser Aktion wechselt man die Bahnen in diesem Schlauch. Wir haben ja gesehen, dass in diesem grünlich-gelben Schlauch hier, in dieser, ich habe sie mal im letzten Film Landstraße genannt, weil es halt nur eine Kurzstreckenverbindung mehr oder weniger ist, 3x3 Röhren sind da drin. Das sind also 9 Röhren und zwischen diesen 9 Röhren muss man hin und her wechseln, um sich hinter schnellere Schiffe zu setzen, um einfach in dieser Röhre schneller zu werden. Ist natürlich ein Problem, wenn man die Achsen hoch und runter nicht eingeben kann. Na gut,
Alles klar, wir machen mal weiter hier. Ich muss ja auch nicht stehen bleiben bei der Aktion hier. Man kann ja auch reden, Wachen. So, und jetzt gehe ich einfach auf meine Tastatur und kann dann hier hoch, runter. Da seht ihr, ich nehme mir immer die, die im schnellsten sind. Wenn jetzt hier eine käme, zack, hoch, dann können wir uns an den hängen. Oder hier, dann auch schneller. Ratzfatz ist mir aber auch. Oh, raus hier. Was ist hier? Alles so Nährblick. Nährblick. In the Fog. Ah, das ist unser Ziel in 31 Kilometern. Wir machen mal Vollgas. Na, Vollgas. Turbo auch noch rein. Fliegen wir da mal fix hin und gucken mal, wie es hier weitergeht. Turbo aus, ihr seht das auf der linken Seite. Hier. Sobald der blaue Balken hier unten ist. Du solltest andocken und nach einem Kapitän suchen. Kapitän, okay. Wir fliegen mal hier drauf zu. Ah, eben hat sich auch was getan. Das heißt wahrscheinlich, jetzt können wir andocken. Dies ist die Albions Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Okay. Willkommen im Stand. Versuche jemanden anzusprechen. Glaube nicht alles, was sie sagen. Besonders nicht, wenn sie mit ihren Qualifikationen prahlen. Wenn ich jemanden einstellen oder ein gutes Geschäft abwickeln möchte, versuche ich ihm zu schmeicheln. Mhm. Schmeicheln ist angesagt, oder was? Ich bin ja doch eher für ehrliche Worte, ne? Mal gucken, was hier geht. Wo sind wir hier? Ist hier wer? Hier ist niemand. Da steht jemand. Was ist das hier? Lizenzhändlerin. Hier gibt's was zum Abstauben. Kalkschalen. Nicht zu verwechseln mit Kaltschalen. Während du da draußen bist, halte Ausschau nach Kisten mit nützlichem Inhalt darin. Wenn es nicht abgeschlossen oder festgenagelt ist, nimm es mit. Was ist los mit dir? Wenn es dir nichts ausmacht, dreckig zu werden, werf auch einen Blick in die Luftschächte. Aha. Was geht hier? Können wir hier was machen mit dem Ding? Nee, können wir nicht. Ich würde sagen, wir gucken schon genau rund. Luftschächte. Hier sind noch zwei Kisten, die nehmen wir natürlich auch mit. Alles mitnehmen. Hier sind Bergbauausrüstungen, hier habe ich ein bisschen Unterhaltungsgeräte. Okay. Was die Tante da zu verkaufen hat, das lassen wir erstmal stehen. Hm. Gehen wir weiter. Keine Luftschächte. Oh, was ist? Oh, guck mal hier. Schönes Aquarium. Schönes Aquarium. Gut. Was haben wir hier? Was ist? Und dich will ich doch gar nicht. Nö, nö. Raus. Dich will ich hier. Was ist? Hallo? Ach so, ich glaube zu wissen, raus, dass man die Leute nur dann ansprechen kann, wenn man denen auch ins Gesicht guckt. Das heißt, der Tante muss ich so ins Gesicht gucken. Sag auch. Ah, seht ihr? Also, von hinten anreden, ganz schlecht. So, zeig mal deine Fähigkeiten. Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Selbstredend. Ja und? Hier sehe ich, das habe ich beim letzten Mal schon kapiert, hier stehen ein paar große Fragezeichen und das war's. Also mehr
kann hier auch nur nach dem Aussehen gucken. Naja. Aktueller Kontostand sind 200.000 Credits. Einstellungsgebühr sind 36. Serene Marvel. Mach nochmal zu. Ich will mal ihn hier. Was ist? Hast du Fähigkeiten überhaupt? Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Okay. Nö, du hast genauso wenig Fähigkeiten. Und du, Mädel, wie sieht's mit dir aus? Ah, hallo. Du hast aber ganz schön schief die Brille auf, meine ich. Die rutscht dir ja von der Nase, das ist doch nichts. Zeigen Sie mir Ihre Fähigkeiten. Ihre Fähigkeiten. Selbstredend. Ich habe genauso viele Fähigkeiten. Also mit den Fähigkeiten, das entweder haben die alle. Ach auch. Komm her, du siehst mir doch noch am vernünftigsten aus. Vielen Dank für die Anstellung. Ich werde Ihre Erwartungen nicht enttäuschen. Okay, schauen wir mal. Die geht zu uns ins Schiff wohl jetzt. Kehre zurück zum Schiff wäre jetzt die Option. Ich will aber doch hier nochmal durchgehen und alle Kisten nachchecken. Vor allen Dingen Ausrüstungsverkäufe. Das lassen wir auch besser nochmal. Denn ich bin mir nicht sicher, ob wir unser Geld demnächst noch brauchen oder nicht. Hier kann ich nichts tun. Trade District. Aha. Okay. Das hier. Reinigungslobby. Oh, hier sind noch ein ganzer Haufen Spinde. Da muss doch was drin sein. Ja. Raumanzüge. Ich glaube, mit Raumanzügen kann ich schon so langsam den Handel aufmachen. Nehmen das mal alles mit, was hier drin ist. Da sind wir ganz schmerzbefreit. Was ist hier? Ja, Händler, ne? Wie nicht anders zu erwarten im Handelsdistrikt. Ich weiß, da fehlen noch ein paar Spinde. Zum Teufel, diese grünen geschuppten Monster sind überall. Ach was. Ah ja, guck mal hier. Hier haben wir noch ein paar. Kalkschalen. So, nochmal eine Bergbauausrüstung. Ist irgendwie dasselbe immer, ne? Was da drin ist. Naja, gut. Schauen wir mal. Gut, hier raus. Hier hinten gab es noch ein paar. Schon. Die Entfernung geht es nicht. Gut. Sonst sieht das hier eigentlich ganz gut aus. Wir gehen mal hier runter. Hier sind auch noch ein paar Kisten, wobei die nicht. Und ich finde wir hier wieder raus. Hier können wir nicht geradeaus. Was ist bei euch? Was bist du für eine? Eine Managerin. Na, am Ende brauchen wir auch noch eine Managerin. Also es ist ja wohl ganz offensichtlich hier so gelöst, damit man das nicht alles selbst machen muss. Das ist halt hier diese Vereinfachung, die sie hier angekündigt hat, hat man für alles Mitarbeiter. Also man tut diese Mitarbeiter anheuern und hier sind schon wieder ein paar Spinde. Was haben
angenommen. Solange es nicht angenagelt ist. Halt. Da hinten waren wir noch nicht, okay. Da sind wir wieder am Anfang, genau. Und da ist er auch schon wieder, alles klar. So. Wir gehen zurück zu unserem Schiffchen. Das ist es hier. Das ist unser Schiff. Haben wir das eigentlich schon mal von außen gesehen? Haben wir uns das eigentlich schon mal richtig angeguckt? Skunk. Das alte Stinktier. Okay. Würde ich gerne meinen eigenen Aufkleber drauf machen, aber ich glaube, das ist nicht wirklich möglich. So, und zurück. Gut. Fliege zum Frostkreis. Ich bin doch noch nicht mal drin. Lass mich doch erstmal setzen. Okay. Was mache ich jetzt mit dieser Tante? Fliege ich zurück zum Schiff? Oder was geht jetzt? Mal hier rein. Mannschaft. Da ist auch wieder die Tante. Ups. Jetzt geht er raus, wenn ich in Mannschaft gehe. Liefere Captain. Wiedersehen. Es war schön, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ja, ganz meinerseits. Ach auch. Ey, ist gut jetzt. Auf Wiedersehen. Es war schön, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ja. Hatten wir gerade. Gut, ich muss dich abliefern. Ich muss dich zu dem Frachter bringen. Du bist nämlich meine Frachterpilotin. Davon gehe ich aus. Tja, wo ist unser Frachter? Fliege zu Frostkreis. Ja, okay, dann fliegen wir zu Frostkreis. Das ist hier üben. Okay. Hier rein. Gehen wir wieder auf die Tastatur. Er ist natürlich. Also im Kampf später sollte man diese Strafe-Tasten ja auch nutzen. Wie das nachher funktioniert, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber wir werden es einfach. Lasst es uns einfach rausfinden. Verlass den HW jetzt. Okay. Ah ja, genau, hier hinten ist unser Schiff. Wir liefern, Captain. Wie immer das funktioniert, das werden wir gleich sehen. Stoff. So, das ist ja unser Frachter, ne? Finde ein Landedock für dein Handelsschiff. Finde ein Landedock für dein Handelsschiff. Und wie mache ich das? Ihr Lieben? Wie finde ich ein? Geht hier was? Nun halt endlich die Klappe, Betty. Andocken. Dies ist die Albion Skunk. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. So. Dann würde ich sagen, wir gehen mal hier runter, wir gehen mal auf das ist ja unser Schiff, also das ist ja uns. Was ist das so? Okay. Was ist denn nochmal? Also ich glaube, das ist jetzt eher weniger sinnvoll, dass ich mir meine eigenen Kisten hier leer mache. Aber
Weiß ich denn überhaupt, was in meinen Kisten ist? Habe ich das denn überhaupt im Inventar, wenn ich sie nicht aufgemacht habe? Gute Frage, nächste Frage. Ich mache das einfach alles mal auf. Das kann ja nicht verkehrt sein. Also, irgendwo. Hey, bring mal da rein. Genau. So, das und... Mal wieder klar. Das hatten wir doch auch alles schon. Na, Mann. Das war doch vorhin schon. Okay. Wo können wir noch hin hier? Was geht hier überhaupt? Das ist alles, oder? Das ist tatsächlich alles. Gut, ich glaube, jetzt haben wir soweit alles geholt hier. Kann ich hier was machen? Nein, kann ich nicht. Wo muss ich denn hin? Hier geht es doch nirgendwo raus. Hier kann ich ja nicht drüber, ne? Nee, hier können wir nicht drüber. Also müssen wir schon in dem Bereich bleiben. Ist nur die Frage, was wollen wir hier? Das ist die Frage, ja. Es ist halt wirklich so eine Sache, wir müssen erstmal rausfinden, was wir überhaupt machen sollen. Ich weiß, dass ich liefere Captain, so hieß es, ne? Liefere Captain. So. Mannschaft. Ferngesteuert rufen. Den kann ich irgendwie nicht an. Arbeiten Sie hier. Gut, ich gehe jetzt in meine neuen Quartiere. Okay. Alles klar. Also sprich, die Tante ist jetzt Captain dieses Frachters. So, davon gehe ich zumindest aus. Ja, das haben wir erledigt. Ich denke, das wird, so wird das gemacht. Also wir müssen quasi hin, müssen denjenigen, der dafür verantwortlich ist, mitnehmen und sagen, so, das ist jetzt dein Job. So, wie geht's weiter? Du solltest dieses Schiff zu deiner Staffel hinzufügen. Sobald es in deiner Staffel ist, wird es dir folgen. Okay, hinzufügen zur Staffel. Wähle ein Handelsschiff und sage zur Staffel hinzufügen. Gut, wo habe ich meine... Steht das in Info? Eigener Besitz vielleicht? Co. D. S. M. Hier kann ich das ganz offensichtlich nicht tun. Ich frage mich nur, ist es das Co? Zurück. Verwaltung. Angestellte. Waffensysteme, Lager, Ware, Sprungzellen. Und was ist SM? Kann es eigentlich auch nicht sein. Wie packe ich das Ding in meine Staffel? Moment. Ja, das ist das Problem, ne? Wir kriegen eigentlich gar nichts erzählt. Vielleicht muss ich das hier anwählen. Ich bin ja im Hangar, stimmt ja. Hinzufügen zur Staffel. Zur Staffel hinzufügen, genau. Da haben wir es. Ich trete Ihrer Staffel bei. Alles klar.
Wenn du möchtest, kannst du dich auch auf die Suche nach einem Techniker oder einem Verteidigungsoffizier begeben. Sie verbessern die Fähigkeiten deines Schiffes. Dafür ist es ein wenig spät. Wir haben bereits Gesellschaft. Sieht so aus, als wollten diese Piraten wissen, was mit ihren Drohnen passiert ist. Du verteidigst dich besser. Ich nehme nicht an, dass du diesen Raketenwerfer wieder in Gang bringen kannst, oder? Er ist intakt, aber deaktiviert. Könnte riskant sein. Es ist einen Versuch wert. Raketensystem aktiviert. Wir haben nur ein paar wenige Raketen. Diese sind zielfolgend. Wähle eins der Schiffe aus und puste sie weg. So, das war der erste. Na gut, ich meine, die sind nicht ganz so wild. Wir wissen es wirklich sehr zu schätzen, dass sie unsere Station vor den Angreifern beschützt haben. Da ist eine Kiste im Wrack. Das könnten Raketen sein. So, ja, Kiste im Wrack. Wo ist das Wrack? Das finde ich ja wirklich ein bisschen unübersichtlich hier. Wir wissen es wirklich sehr zu schätzen, dass Sie unsere Station vor den Angreifern beschützt haben. Ansehen gewonnen, okay. Das ist cool. Ich bräuchte mal bitte die Information, wo diese blöden Wracks hier sind. Ah, ja, ja, ja. Das haben wir ja als Ziel. Genau, da ist es. Da fliegen wir mal hin. Okay. So, wir nehmen uns die Maus. Hopp, stopp, 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 stopp. Anhalten. Wo ist er? Wo ist er? Da. Nehmen uns die Maus, klicken das mal doppelt. Kriege ich das jetzt? V-Bresche, die sind da drin. Wie sammle ich ein? Hatten wir das gesagt, Krieg? Hat uns das irgendjemand gesagt? Bin mir nicht sicher. Muss ich näher ran? Zwei handelsüblichen verstauten Raketen. Sie taugen nicht zum Kampf gegen Jäger, aber sind großartig, um die Oberfläche von großen Schiffen zu beschädigen. Okay. Wenn du durch die Raketen durchschaltest, wird es eine Zeit lang dauern, bis sie einsatzbereit sind. V-Brecher. Okay. Die Skunk hat etwas Schaden abbekommen. Wir sollten jemanden finden, der sich das anschaut. Ja, da hast du was gesagt, ja. Finde Techniker. Finde Techniker, wir haben die eben. Gut, ich würde sagen, wir fliegen jetzt noch zu der nächsten Plattform. Und, ha, ich kann es gar nicht glauben, aber... Dann sind wir schon wieder hier in dieser Mission eine halbe Stunde unterwegs. Aber ich glaube, das ist ein Spiel, wo man ratzfatz auch mal 2-3 Stunden davor sitzt. So, wieder auf die Tastatur, wie gesagt. Es geht nicht anders. Wie das später, wie gesagt, mit dem im Kampf ist, denn auch im Kampf müssen wir ja zusehen, dass wir da irgendwie. Ja, da hat er ja auch ein Problem, ne? Da irgendwie wieder rauszukommen aus dieser Geschichte. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Wo müssen wir denn hin? Wir wollten andocken, oder? Hier ist eine Bar. Oh, genau. Jetzt können wir nämlich hier scheinbar gucken, wenn ich auf die Bar gehe. Wo ist die Bar? Hier.
Hier kann ich jetzt gucken, Entschuldigung, ob diese Bar hier, ob die einen Techniker hat. Die hatten Pilot, eine Rekrutierungsoffizierin, einen Marineoffizier und eine Managerin. Ganz offensichtlich gibt es hier nicht mehr. Okay. Was haben wir hier noch für... Was ist das hier vorne? Hier ganz offensichtlich auch noch was. Kein. Wir hatten doch irgendwie ein Moment. Hier gehen wir mal rein. Wir gehen in Info. Nee. Da war es nicht. Mannschaft? Nee, Mannschaft war es auch nicht. Finde Techniker, ja, das weiß ich ja. Ups. Das weiß ich ja, aber ich bin nur falsch gelaufen. Wieder zurück hier. Finde Techniker, also Techniker müssen wir irgendwo auf der Station. Wo waren wir eben? Das ist alles so unübersichtlich. Ich weiß, dass ich irgendwo war, aber ich weiß nicht mehr wo. Universum. Navigation. Zonenkarte bitte. Okay. Das ist Plutarch Mining Corporation. Das ist das Ding hier. Gut. Waffenhändler, Zwischenproduktionshändler, Abbauschiff. Ich muss hier irgendwas finden, wo ich andocken kann und wo ein paar Jungs rumspringen. Eben haben wir Techniker gesehen, hätten wir die mal genommen, aber das haben wir nicht. Also müssen wir jetzt zusehen, wo wir jetzt was finden. Wo finden wir hier einen Techniker? Also es muss irgendwo eine... Hier ist eine Infozentrale, aber ich denke mal nicht, dass da einer ist. Aha, okay. Also solange ich das hier... gelegentlich kannst du auf einen ungesicherten Knoten treffen und Informationen über mehrere Infostellen. Ah, guck mal da oben. Ich glaube, das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt hier. Ich glaube, da haben wir vielleicht eine Chance. So, was ist das hier? Wir brauchen definitiv einen Techniker. Naja.
Die haben 10% Überschussproduktion. Was natürlich irgendwo bedeuten wird, dass man das Zeug da billiger kriegt, gehe ich stark davon aus. Gut. Und trotz alledem brauchen wir immer noch unseren Techniker, also von daher... Was ist das hier unten? Hier haben wir noch was. Techniker! Würde ich doch sagen, hier docken wir mal an. Stopp, 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 Kollege. Wo ist er? Wo ist er? Da. Stopp, 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 stopp. Andocken. Dies ist die Albion's Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Das ist schön. So. Dann laufen wir mal wieder rein hier. Das kostet Nerven hier. Das kostet wirklich Nerven. Das ist ein Roboter, der Kraftübungen macht. Eieiei. Unterhaltungsgeräte mal wieder. Eieiei. Gut. Dann machen wir uns mal hier rein. Das sind wohl die Unterhaltungsgeräte. Was können wir hier spielen? Oh, X Beyond the Frontier, guck. Das war der erste Teil. Ja, genau. Daher weiß ich es auch noch. Und das hier? Wahrscheinlich X2. Hm? Sag mir aber nicht, dass man das spielen kann hier. Hm? Naja, muss auch nicht sein. So, boah. Also das ist schon derbe, was das hier. Umso länger das Spiel läuft, also zumindest habe ich das Gefühl, umso länger das Spiel läuft, umso mehr ruckelt es. Also scheinbar, ich habe so das Gefühl, dass der Speicher nicht leer gemacht wird, dass da sich irgendwie im Laufe der Zeit so viel ansammelt. Kalkschalen oder auch Kaltschalen genannt. Hier geht es nicht weiter. Oder komme ich da rein? Oh Mann. Also das ist wirklich nicht lustig. Nix lustig. Aber ich sehe auch gerade, dass wir schon wieder 40 Minuten dran sind hier. Ich habe noch nicht gespeichert und irgendwie, glaube ich, ist jetzt oberstes Gebot, raus hier. Beziehungsweise abspeichern. Denn sonst können wir wieder von vorne anfangen, beziehungsweise von unserer letzten Position aus. Unglaublich. Unglaublich. Also das, was jetzt hier abläuft, es wird wirklich nicht mehr schön. Ist nicht mehr schön. Nein, nicht schön. Ah. So, gut, ich denke mal, du bist die Technikerin. Genau. Gerade beschlossen, Spiel speichern. Wir nehmen den dritten. Speichere Spiel, Spiel erfolgreich gespeichert. So kann auch nichts mehr passieren. Wir gehen mal hier die Tante. Spreche mit dem Techniker, ja, würde ich ja gerne. Hallo Pilot, was kann ich für Sie tun? Zeig mir doch mal deine Fähigkeiten. Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Selbstreden. Du hast genauso viel. Ja, wahrscheinlich kriegen die auch erst Fähigkeiten, wenn die bei uns arbeiten. Das... Hallo Pilot, was kann ich für Sie tun? So. Einzel reparieren. Nee, alles. Schiffshülle. Alles reparieren. Hier will ich hin. Reparieren. So. Hallo Pilot, was kann ich für Sie tun? Die kann ich gar nicht anstellen hier.
Auf Wiedersehen. Da kann ich nur sagen, hier, reparieren wir mal mein Schiffchen. Wirklich schön, aber... Was sagt bloß hier? Wenn da alles spinnt, sehe ich gerade. Aber die kann man nicht auf... Doch, schwer vorzustellen, dass es diese Highways vor nicht mal 40 Jahren noch gar nicht gab. Aha. Aber nichtsdestotrotz sind wir schon wieder so weit. Mittlerweile sind wir schon bei 40 Minuten. Wir machen hier nochmal ein Safe. Unser Schiff ist repariert. Wir können dann frisch fröhlich wieder aufspielen. Tun das Wassertor den letzten nochmal überschreiben. Das war ja gerade vor 2 Minuten. Und legen uns hier am besten mal kurz ins Bett. Muss mich hier auch mal ausruhen. Wünsche euch eine schöne Zeit. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Fly safe.